Hi zusammen, hier ist Hans und vielleicht kennst du dieses berühmte Zitat aus einem Gangsterfilm, in dem es darum geht, dass die beiden Protagonisten sich unterhalten und der eine zum anderen sagt, hey, pass mal auf dem Pfad, den du gerade gehst, geht's nicht weiter. Du kannst keine halben Sachen machen, du kannst kein halber Gangster sein. Und was er damit meint, ist, dass er als Gangster, wenn er sich entscheidet, diesen Gangsterweg zu gehen, alle Tools und Werkzeuge und Mittel einsetzen muss, die ein Gangster ebenso besitzt, inklusive natürlich entsprechend illegaler Sachen. Und ich will jetzt natürlich nicht irgendwie zum Gangster-Dasein aufrufen, aber ich fand das Beispiel und diese Szene super eindrücklich, weil ich das immer wieder sehe, wenn ich mit Leuten im Workshop spreche, mit Leuten im Einzelcoaching spreche, mit irgendjemandem spreche, dass jeder versucht, so ein halber Gangster zu sein, immer diesen angenehmen Mittelweg zu gehen, ohne zu sehr auszubrechen und gerade so auf den Drahtseil zu balancieren, um irgendwie noch alle Bedürfnisse zu befriedigen. Und gleichzeitig ist es doch im Leben oft so, dass wenn du dich für eine Sache entscheidest, dann musst du dich auch gleichzeitig gegen eine andere Sache entscheiden. Denn dieses endlose Zögern frisst dich am Ende auf. Und wenn du stattdessen einfach mal deine gesamte Kraft bündelst in die richtige Richtung, einen gewissen Fokus setzt und dann mit dieser gebündelten Kraft entschlossen in eine Richtung gehst, dann ist es auf einmal keine große Sache mehr. Stell dir vor, du stehst vor einem kalten Pool, einer kalten Dusche, irgendetwas unangenehm, einem unangenehmen Gespräch, einer Konfrontation, einer Entscheidung oder sonst was. Wenn du davor stehst, schaust, boah, okay, das könnte jetzt echt kalt werden und vielleicht ist es unangenehm und ich weiß gar nicht, jetzt gerade ist es so schön. Du machst es in deinem Kopf viel größer, als es eigentlich ist. Und wenn du stattdessen schreiend, lachend, kreischend, jubelnd oder panisch mit Vollgas auf das kalte Wasser zurennst und dann einfach springst in den kalten Pool und dann drin bist, dann ist es auf einmal keine große Sache mehr, weil die Sache nur in deinem Kopf groß, nicht in der Realität. Und das Ganze lässt sich jetzt auf beliebig viele andere Sachen übertreiben. Willst du sportlicher werden? Willst du vielleicht abnehmen? Willst du eine Beziehung aufbauen, einen Partner kennenlernen, mit dem du vielleicht den Rest des Lebens zusammen bist? Möchtest du einen Karrierewechsel machen? Möchtest du vielleicht dein Umfeld austauschen oder gar in ein anderes Land ziehen? Möchtest du den gesamten Blödsinn, den du über 20, 30, 40, vielleicht 70 Jahre angehäuft hast, endlich mal hinter dir lassen? Möchtest du dein Wesen von Grund auf transformieren? Dann zögere nicht, sondern zieh einfach durch. Und was jetzt vielleicht so trivial klingt, es ist unglaublich. Ich sehe immer wieder Leute, die nach einem Monat Arbeit an sich selbst auf einmal glücklicher sind, ausgeglichener sind, Stress ist weg, die Gesundheit, die Fitness, die Vitalität verbessert sich, Beziehungen verbessern sich und auf einmal hören sie auf. Sei es, weil es zu viel Wandel ist, sei es, weil es mal unangenehm wird, weil das Umfeld reagiert auf diese Veränderungen und sie nehmen den Fuß vom Gaspedal, kommen automatisch ein bisschen in den Schotter, Reibung tritt auf und dann wird es wieder schwer loszulegen. Und es ist traurig, weil es muss nicht sein. Vor allem, wenn man so nah dran ist und gemerkt hat, dass es funktioniert. Sie wollen sich langsam vorantasten, anstelle einfach den Abzug zu drücken, wie ein richtiger Gangster. Und in diesem langsamen Vorantasten wird der Weg, der eigentlich linear hätte verlaufen können, auf einmal unnötig schwer. Es entsteht eine Reibung, vielleicht mit anderen Leuten, vielleicht in sich selbst, in der eigenen Ausrichtung. Es kommen Gedanken, Fragen, Zögern hoch und auf einmal ist es kein glatter Pfad mehr, sondern es ist irgendwie wie, als ob man festklebt am Boden, wie als ob einen Gewichte zurückhalten. Man braucht den doppelten und dreifachen Aufwand, um voranzukommen. Und wenn ich jetzt sage, du musst ein Gangster sein, du musst ein voller Gangster sein, dann bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, mit dem Kopf durch die Wand zu brechen, sondern vielmehr mit vollem Herzen anzutauchen und einfach nur diese zwei Schritte durchzuziehen. Erstens, du triffst eine Entscheidung in einer gewissen Klarheit und zweitens, du bleibst dir selbst treu, wenn es darum geht, diese Entscheidung zur Realität werden zu lassen und ins Tun zu kommen und etwas zu schaffen in der Welt, in dir oder um dich herum, was du eben schaffen möchtest. Und das ist übrigens auch der Grund, warum, wenn ich mit Leuten wirklich zusammenarbeite, ich dieses ab und zu mal einen Call machen, Blödsinn vermeiden, so dieses
zweimal kennenlernen und dann Klarheit haben und dann auf die nächste Ebene kommen und dann war es das, Blödsinn zu vermeiden. Weil dann ist es halt wieder so was Halbherziges. Dann geht es darum, okay, ich habe jetzt gerade hier einen Painpunkt. Ich stecke jetzt gerade hier fest mit meiner Eisenkugel. Hans, kannst du mir herkommen und bitte diese Eisenkugel lösen? Und ja, klar kann ich das. Und dann freust du dich auch. Aber am Ende hast du immer noch eine Eisenkugel. Und deswegen mache ich extrem selten wirklich was unter 3 bis 6 Monaten. Weil es geht darum, die Grundlagen zu verändern. Den Grundansatz, wie du durchs Leben gehst, zu transformieren. Um dir zu zeigen, wo du deine Eisenkugeln hast, sodass du sie abschrauben kannst. Und auf einmal merkst, oh, krass, warum habe ich die mitgeschleppt überhaupt? Das war ja komplett unnötig. Und deswegen zum Abschluss an dich die entscheidende Frage. Willst du deine Themen angreifen oder willst du sie weiter vor dich herschieben? Und wenn dich das jetzt triggert, dann möchte ich dich einladen in eine kleine persönliche Reflexion. Du kannst sie auch gerne schriftlich machen. Das ist tatsächlich der beste Weg, um sowas zu machen. Einfach mal drauf losschreiben für 2 bis 5 Minuten und schauen, was hochkommt. Zu folgender Frage. Was ist der verdeckte Nutzen, den du aus deinem Zögern ziehst? Was ist der verdeckte Nutzen, den du aus deinem Zögern ziehst? Denn irgendwo gibt es immer eine Art Trade-off, also einen Handel zwischen den Dingen, die du tun möchtest, aber vielleicht unangenehm sind, und den Dingen, die du tatsächlich tust. Also was ist dein verdeckter Nutzen, der dich dazu bringt, zu zögern, nur ein halber Gangster zu sein und die Eisenkugel hinter dir herzuziehen? Und wenn du Lust hast, mal selber tiefer einzusteigen, um zu schauen, wo schiebst du denn Entscheidungen auf? Wo kannst du mehr Klarheit benötigen? Und wie kannst du ins Machen kommen, um dich zu transformieren oder Dinge in die Welt zu bringen? Dann lade ich dich ein auf ein kostenloses Kennenlerngespräch. Klick einfach auf den Link oder auf den Knopf neben dem Video und ich freue mich, mit dir zu quatschen. Ansonsten hinterlass auch gerne einen Kommentar, wie deine eigene Erfahrung ist, entweder vom halben Gangster zum vollen Gangster geworden zu sein oder wenn du siehst, was dich zurückhält, was du vielleicht auch gerade mitgenommen hast, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar. Gib dem Kanal auch gerne ein Abo. Und ich freue mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und auf bald.